gesagt, ich bin der Wetterwerner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Star-Frühstück aus der Backhaltestelle in Sternberg. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe mich sehr darauf gefreut und freue mich sehr, dass er da ist. Fußball-Ikone Mario Basler ist da. Hallo. Hallo. Dich. Hi. Geht's gut soweit? Gute Anreise gehabt durch Mecklenburg? Ja, man kann schon mal ans Ende der Welt fahren, ne? Und ich bin aber gut angekommen. Wir haben schon gerade gesagt, die Spritpreise hier sind Land auf, Land ab, doch schon eine große... Außergewöhnlich hoch, ja. Du hast in deinem, wir haben vorher gesagt, dass wir du sagen können, in deiner Karriere viele Reporter kennengelernt. Nun kommt auch noch einer daher, der Wetterreporter ist, der Wetterwerner heißt. Und deswegen haben wahrscheinlich schon 200 Reporter 1000 Fragen über Fußball gestellt. Vielleicht erzählen wir ganz einfach mal, damit wir locker werden, meine Wetterfrage zum Anfang. Was ist dein Lieblingswetter? Weil du Fußballer bist, lass mich raten, Sturm. Naja, nee, mir ist das Wetter eigentlich egal. Ich kann es ja sowieso nicht beeinflussen. Bei mir darf es nicht so heiß sein. Ich jetzt kann sie ja gerne über 20 Grad, das würde mir reichen, also von daher. Aber da wir es nicht beeinflussen können, nehmen wir es so, wie es kommt. Wenn es regnet, da bleibe ich zu Hause. Okay. Und wenn schönes Wetter ist, gehe ich in den Schatten. Und wo gehst du dann in den Urlaub? Dann auch da eher, wo es dann warm ist? Oder, Naja, Urlaub geht dann, wenn nichts zu tun ist, aber das ist äußerst selten und von daher... gefühlt, ich glaube, so die letzten 4 Jahre war ich nicht mehr im Urlaub. Gut, 2 Jahre waren ja auch Corona-bedingt, aber man kommt halt einfach nicht mehr so dazu. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der 3 Wochen im Stück irgendwo in Urlaub sein kann. So nach 10 Tagen, wie so ein Trainingslager, dann kriege ich so Lagerkoller, da will ich auch wieder nach Hause. Also es ist schwierig mit mir, in Urlaub zu fahren. Okay, aber du bist du hier in Deutschlands Urlaubsland Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern. Hast du schon ein bisschen was sehen können hier von unserem Land, außer Sternberg hier? Wurde schon gerade gefragt, wie viele Einwohner, ist ein bisschen abgelegen, ein bisschen ruhig hier? Das ist nicht so für dich. Naja, ich habe, ich fahre natürlich, bin ja hier 400 Kilometer auf Anreise gewesen. Die letzten 40 Kilometer zum Hotel waren dann Landstraße. Natürlich sieht man da einiges. Ich habe mich die ganze Zeit, oder die letzte halbe, dreiviertel Stunde, habe ich mich gefragt, für was ich eigentlich Solidaritätszuschlag noch bezahle, weil viel verändert hat sich da nicht. Ja, teilweise. Teilweise gibt es einige Ecken, wo die Zeit stehen geblieben ist. Ja, da ist sie wirklich. Also da war ich schon ein bisschen überrascht. Auch die Straßen, teilweise ist ja sehr, sehr gute Straßen, aber teilweise sind noch die Straßen wie bei uns. Da wird ja auch nicht viel gemacht. Und da war ich schon ein bisschen überrascht. Aber es gibt auch schöne Ecken in Mecklenburg-Vorpommern. Du bist ja in Güstrow und in Parchim zu Gast. In Güstrow sogar eine Zusatzshow von deiner Bühnenshow Basler Ballert. Für die Leute, die sich das nicht darunter vorstellen können. Es gibt auch einen Podcast dazu, wo du wöchentlich immer aus der Welt des Fußballs alles erzählst. Gibt es da Parallelen zur Bühnenshow und zum Podcast? Kannst du mal ein bisschen erzählen? Nein, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Im Podcast ist es so, dass wir über das Wochenende reden, über Fußball oder über die Champions League, die dann einen Tag oder 2 Tage später ansteht. Und die Bühnenshow ist einfach, sind Geschichten aus meiner Karriere, wo die Leute halt auch immer teilweise nur ein bisschen aus der Zeitung etwas erfahren haben. Und ich erzähle denen halt aus meiner Karriere, was ich vor, während und nach den Spielen so getrieben habe. Und das kam ganz gut an. Wir haben das irgendwann mal angefangen zu probieren. Ja, und da war die Nachfrage einfach sehr, sehr hoch, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir einfach weiter. Und es läuft jetzt seit gut 5 Jahren, sind wir dabei und das macht Spaß. Und die Leute sind alle immer begeistert. Ja, also ich bin auch begeisterter Trash-TV-Gucker. Da habe ich dich ja auch schon in der einen oder anderen Sendung gesehen. Kannst du da sagen, bei diesen Serien und Shows, welche Show war da vielleicht am anstrengendsten oder wo du vielleicht auch enttäuscht warst, dass die Show vielleicht nach außen, keine Ahnung, du warst Promi Big Brother oder sowas, gab es da eine Sendung, wo du sagst, da bist du an deine Grenzen gekommen? Nein, du weißt ja, wenn du irgendwelche Shows machst, weißt ja im Vorfeld, was auf dich zukommt. Wenn man die Show vorher geguckt hat oder man guckt sie ja auch regelmäßig, dann weißt du, was auf einen zukommt und dann beschäftigst du dich damit. Du kannst ja vorher sagen, du machst es nicht, ne? Aber wenn du weißt, was kommt, dann kannst du dich drauf einstellen. Und es gibt ja Dinge, die viel schlimmer sind, wie jetzt der Big Brother oder Sommerhaus. Ja. Sommerhaus war es völlig entspannt. Wir konnten grillen, wir haben alles zu essen gehabt.
Big Brother war es so, wenn du in dem schlechten Bereich bist, klar, dann kriegst du halt auch nichts zu essen. Es ist dann so ähnlich wie im Dschungelcamp. Vom Grunde her waren die Sendungen alle sehr schön, weil ich auch alle jedes Jahr gucke oder seit Jahren auch gucke und das ist mal ein tolles Erlebnis und das muss man ja auch, kann man ja auch sagen, das wird ja auch immer gut bezahlt. Ja, das kann man natürlich, eine Unterhaltung und gute Bezahlung sind natürlich wichtig. Genau. Und gibt es da auch eine Sendung, wo du sagst, da möchtest du mal mitmachen? Ich bin ja auch ein Fan von The Masked Singer, da habe ich mir gedacht, da würde doch so Mario Basler vielleicht auch vielleicht schnell erkannt werden, wenn er auf einmal da singt, weil die Stimme ja auch schon sehr, sehr bekannt ist. Ja, als erstes mal das, also wäre es wahrscheinlich relativ schnell, wo ich weg wäre. Aber ich glaube, das will auch keiner hören singen von mir, weil... Das ist das, was du nicht kannst. Wenn ich alles gern mache, dann fällt aber das Singen nicht darunter. Okay. Und vor allem, ich hasse ja Musik. Und deswegen ist es so, dass ich mit Musik überhaupt nichts anfangen kann. Bei mir läuft also den ganzen Morgen oder den ganzen Tag im Auto Radio. Ich habe mir noch nie eine CD gekauft oder wie heißt es? Ja, CD heißt es, glaube ich. Ja. Von daher, was da im Radio läuft, interessiert mich. Ich höre alles. Also mir ist es wurscht, wenn mich jemand fragt, wer singt es, ich frage jemand anders, weil ich weiß es nicht. Aber ich höre es halt. Ich höre halt Radio, wie gesagt, und höre manchmal so ein paar Geschichten da an, Nachrichten hauptsächlich. Die habe ich jetzt noch nicht gehört mit dem Wetter, aber kommt ja vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich demnächst mal wieder hier durchfahre. Nein, mit Musik oder Sendungen, wo ich jetzt sage, da bin ich jetzt unbedingt dabei sein. Da gibt's nicht. Ich würde mir alles antun. Okay. Wenn ich denke, ich hätte auch Spaß dabei, da würde ich es machen, wenn ich von vornherein eine Abneigung dagegen hätte, würde ich es gerne probieren. Das klingt wirklich, dass du da sehr offen bist. Hast du da einen Plan in deinem Leben oder sagst du, ich mache so, wie du schon sagst, was mir Spaß macht und lässt alles auf dich zukommen? Oder bist du auch schon ein Typ, dass du planst und ja? Nein, ich plane überhaupt nichts. Ich plane genau den nächsten Tag. Okay, ja. Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich den nächsten Tag nochmal aufstehe. Das weiß ja kein Mensch mittlerweile. Ne? Und deswegen, es gibt keinen längerfristigen Plan jetzt, wo ich sage, so in 5 Jahren ist das oder soll das so sein, sondern ich genieße jeden Tag, wo ich hier sein darf, wo man unterwegs sein darf. Wir sind viel unterwegs, ich mache das, was ich mache, sehr gerne. Ich habe auch nichts dagegen, 10 Tage unterwegs zu sein. Von daher, so einen langfristigen Plan kann man ja gar nicht machen, weil man ja nie weiß, wenn der Herr Lauterbach wieder die Nerven verliert, macht er nächstes Jahr wieder alles zu oder dieses Jahr nochmal alles zu, weil es der neue Lauterbach-Virus gibt oder so, kann ja sein. Und von daher, was sollen wir groß planen? Also Plan ist immer der, wichtig ist, dass man gesund bleibt. Das ist der größte Plan und alles andere, gucken wir, was passiert. Nun haben wir ja gesagt, ich wollte jetzt gar nicht so viel über Fußball reden, aber Fußball ist ja trotzdem ein wichtiger Punkt in deinem Leben. Für die Leute, weil ich ja auch weiß, dass ja viele Leute zuschauen, die vielleicht auch gar nicht wissen, wie du zum Fußball gekommen bist. Vielleicht hast du auch schon viel erzählt, aber magst du trotzdem mal erzählen? Es, glaube ich, hat angefangen alles mit dem ersten FC Kaiserslautern? Ja, ich habe dann irgendwann mal, fängt man ja an zu laufen. Ja. Und dann hat mir meinem Papa einen Ball hingeschmissen und da ging es los. Da habe ich Fußball gespielt und dann... ja, und dann, wie es bei jedem anderen auch ist, ne? Du gehst dann in den Fußballverein und bei uns in der Heimat, bin ich in den Heimatverein gegangen, da habe ich alle Positionen durchprobiert und habe dann festgestellt, Torwart ist nichts für mich, viel laufen wollte ich auch nie. Also habe ich mir die Position vorne rechts ausgesucht, da hast du 30 Meter vor, 30 Meter zurück. Das reicht dann und ja, und habe natürlich das große Glück gehabt, dass ich dann irgendwann mal doch so ein großes Talent hatte, dass mich dann der FCK eingeladen hat zum Training in der A-Jugend. Und dann habe ich da 2 Jahre gespielt und wurde dann zum Profi. Und so ging es dann halt weiter. Ne? Aber das wissen ja die meisten, wie so eine Karriere vonstatten geht. Man hat ein Talent für gewisse Dinge und das probiert man dann aus. Und du brauchst natürlich auch viel Glück. Und ich hatte das Glück, dass damals bei uns der Hans-Günter Neuhaus, ein ehemaliger FCK-Spieler, als Trainer in Neustadt an der Weinstraße unsere erste Mannschaft trainiert hat, der mein Talent erkannt hat, der dann dafür gesorgt hat, dass ich nach Kaiserslautern kann.
Und da nahm dann sozusagen die Karriere ihren Lauf für alle Statistiker. Ich habe es mir aufgeschrieben, 62 Tore in 262 Spielen. Und du führst, glaube ich, den Rekord an in verwandelten Eckbällen. Ja gut, wer soll das noch machen? Die anderen können sie alle nicht. Ja, was ist das Einfache oder Schwierige, naja, den Ball von der Ecke reinzuschießen? Im Grunde her ist es einfach. Ja. Ja, dann brauchst du halt einen Torhüter, der vielleicht auch mal blind ist oder die Handschuhe vergessen hat. Aber ja. Du musst halt natürlich, ja, natürlich gehört da auch Glück dazu, das ist ja ganz klar. Aber es gibt schon Dinge, du kannst schon vom Eckball, kann man schon versuchen, direkt ins Tor zu zielen. Also die Fußballer von heute, würde ich jetzt mal tippen, wenn wir uns 100 raussuchen, dann würden sie wahrscheinlich 90 davon auch schaffen. Ne? Nur, sie probieren es vielleicht heute erstmal gar nicht. Und deswegen, ich habe dann immer gedacht, ich knall den so rein, dass wenn halt keiner drankommt, dass er vielleicht noch die Möglichkeit hat, auch ins Tor zu gehen. Und das hat halt dreimal funktioniert. Und deswegen bin ich wohl noch derjenige, der die meisten Eckballtore erzielt hat. Sehr gut, ja. Unser Heimatverein hier in Mecklenburg-Vorpommern ist der FC Hansa Rostock. Toller Verein. Ja? Toller Verein, ja. Gibt es da Leute, die vielleicht auch Eckbälle können? Naja, jetzt bin ich jetzt nicht unbedingt der die zweite Liga jedes Wochenende verfolgt. Wenn, würde ich Kaiserslautern verfolgen. Mhm. Aber auch da bin ich jetzt ein bisschen weit von entfernt, von der zweiten Bundesliga mir die anzugucken, weil jetzt weiß ich nicht, das wird ja immer gesagt, so die beste zweite Liga der Welt. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Wenn du dann aber so Krützespieler siehst wie, weiß ich nicht. Wer spielt denn in der zweiten Liga? So, da geht es nämlich schon los. Nein, es gibt natürlich schon, mein Augenmerk liegt natürlich schon auf der Bundesliga. Also ich habe mit der zweiten Liga, ist es dann nicht so, wie gesagt, das beobachte ich, ich verfolge das, aber ich bin nicht derjenige, der jetzt samstags auch noch zwei Stunden zweite Liga guckt und danach noch dann die Bundesliga weiterschaut. Also da bin ich weit von entfernt. Kommen Sie ruhig rein, Sie können ruhig Brötchen kaufen, kein Problem. Das Basler Baguette gibt's hier. Gibt es auch noch. Ich habe gedacht, wäre ausverkauft. Ansonsten grüßen wir ganz herzlich unsere Jungs vom FC Hansa Rostock, damit die sich anstrengen, dass wir beim nächsten Interview in die erste Liga damit ja. Natürlich sieht man auch mal, gucke ich mir auch mal Hansa Rostock an, das ist ja ganz klar. Ich finde auch, es ist ein toller Verein. Mit tollen Fans, wenn sie nicht durchdrehen, wenn sie ihre Mannschaft unterstützen. Aber da gibt es ja auch viele andere Vereine, die genauso extreme Fans teilweise dann haben, was nichts mit Fußball zu tun hat. Aber als Verein mag ich Hansa Rostock total. Okay, also Fußball, Fernsehen, eigenen Podcast, Bühnenshow. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, was du mal anpacken möchtest, was du machen möchtest oder... Keine Ahnung, ich lasse, wie gesagt... Auf dich zukommen. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich kann alles probieren, würde alles probieren, aber jetzt spezielle Wünsche, die habe ich nicht, überhaupt nicht. Okay, dann spielen wir noch einmal Sekt oder Selters. Oh. Ich sag zwei Begriffe und du sagst immer, was dir dazu einfällt. Ja? Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Wirklich? Ja. Okay, wegen Ebbe und Flut und so. Ja. Gut. Ostsee ist aber auch schön. So. Kann man das sagen? Ja. Angeln oder Fahrradfahren? Wenn, lieber angeln. Beim Fahrradfahren tut mir immer der Arsch so weh. Und beim Angeln kann man schön sitzen. Ja, kann entspannt seine Zigarette dabei rauchen, kann ein Bierchen trinken. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Correct. Du warst auch noch gar nicht draußen die letzten 20 Minuten. Nee, ich. Ja? Super. Wenn du mich aber weiter ärgerst, dann gehe ich raus. Ja, ich beeile mich auch. Selber kochen oder lieber bestellen? Sowohl als auch. Also ich koche auch mal sehr gerne, aber ich bestelle auch sehr gerne. Wenn ich jetzt mal alleine zu Hause bin, jetzt für mich alleine, würde ich jetzt nicht unbedingt kochen, bin ich aus dem Bild gerutscht. Aber gerade so noch drinnen. Geht noch. Wenn ich jetzt für mich alleine bin, wenn jetzt meine Lebensgefährtin mal ein paar Tage nicht da wäre, da würde ich wahrscheinlich von 5 Tagen 3-mal bestellen. Okay. Aber ich koche auch schon mal ganz gerne. Und was kocht Mario Basler zu Hause, wenn er... Ich mache zum Beispiel sehr gerne eine Spaghetti Bolognese. Ja. Grille auch sehr gerne, also Fleisch ist auch mein Bereich. Das bereite ich auch immer selbst zu. Bratkartoffeln, gut, Nudeln sind ja einfach, schmeißt ein bisschen ins Wasser rein. Ne? Wobei es gibt Menschen, die können das nicht.
Ach so, hast du da deinen Manager jetzt gerade angeschaut? Ja, das saß jetzt zufälligerweise genau da. Ach so. Nein, also wie gesagt, ich mache sowohl als auch. Sehr gut, genau. Dann nächste war Kino oder lieber Theater? Weder noch. Keine Kultur? Auf gut, streichen wir weg. Also bitte, lass mich im Ruhm der... ich habe Netflix zu Hause. Ist ja auch bezahlt, muss ja auch genutzt werden. Ja, ne? So. Und das Sofa ist auch bezahlt, muss man auch drauf sitzen. So. Ne? So. Und letzte Frage, Marmelade mit oder ohne Butter? Wenn Marmelade, dann nur mit Butter. Also das ist ja genauso, wenn Nutella ohne Butter essen würdest. Also bitte. Das ist so die Frage. Ne? Also ich mache hier lieber immer ohne Butter. Marmelade ohne Butter? Ja. Das Brötchen ist ja schon drunter, da muss ja nicht noch die Butter drunter. Ja gut, wenn ich die Hungerhaken so ansehe, das ist ja klar. Also wie kann man Marmelade ohne Butter essen? Das geht doch nicht. Da kannst du auch so aus dem Topf essen und knabberst Brot dabei. Ja. Muss da Butter drauf, sag mal. Hast du schon mal probiert mit Butter? Müssen wir das beim nächsten Mal machen. Probier mal. Also, wir treffen uns wieder, wenn Hansa in der ersten Liga spielt und essen dann ein Marmeladenbrötchen mit Butter. So, und nicht Nutella-Brötchen mit Butter. Genau, ja. So machen wir's. Und dann stoßen wir noch einen Eckball. Genau. Oder? Und rauchen eine Zigarette dabei. Ich bin auch nicht Raucher. Nein. Ja. Da wird es Zeit, dass du anfängst. Bevor wir jetzt hier noch mehr unmoralische Angebote machen, würde ich sagen, danke fürs Gespräch. Wir freuen uns alle auf die Zuschau in Güstrow und in Parchim. Basler ballert. Tickets gibt's noch da, wo es Tickets gibt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, das Starfrühstück hier in der Backhaltestelle in Sternberg. Hey, 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 trifft deine Star.